Hallo und willkommen zu einem neuen Video zum Thema AI Art. Ja, diesmal auch wieder mit Leonardo AI, denn wir haben noch ein paar kleinere Guides vor uns, um ein paar Funktionen noch weiter zu erläutern. Denn viele von euch haben mir immer in Kommentaren geschrieben, auch zu unterschiedlichen Themen zu Leonardo, dass es ein bisschen schwieriger manchmal ist, ich sag mal, gewisse Sachen zu ändern bei einem Charakter. Zum Beispiel sei es die Haarfarbe oder die Augenfarbe. Und wir haben da theoretisch zwei oder ein paar Optionen mehr. Und die beste ist wahrscheinlich hier mit diesem Canvas Editor sozusagen zu arbeiten. Heißt, glaube ich, AI Canvas bei Leonardo. Ne, darin befinde ich mich auch gerade. Ist erstmal so, wenn man es nicht genau weiß, wie man damit umgehen kann, ein bisschen schwierig zu verstehen, was man damit eigentlich alles machen kann. Und ja, die Möglichkeiten sind da ziemlich cool. Das werden wir uns jetzt im Laufe des Videos anschauen. Des Weiteren zeige ich euch noch ein paar Sachen, wie generell das funktioniert, dass man gleiche Bilder bekommt und wie man die eventuell auch so über Image-to-Image noch ein bisschen abändern kann. Wenn ihr euch fragt, wie ihr zu diesem Canvas kommt, ne, wir haben ja hier links unsere Tools, ne, da haben wir auch noch ein Texture Generation, damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Das ist ja unser normaler Bereich, wo wir unsere Bilder erstellen. Und wenn ich nochmal zurückgehe, wenn wir auf AI Canvas klicken, was auch noch eine Beta ist, kommen wir dann darauf. Damit beschäftigen wir uns aber ein bisschen später im Video. Wir gehen erstmal in die normale Image Generation rein, denn wir brauchen ja erstmal ein Bild, mit dem wir arbeiten wollen. So, und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich arbeite hier noch ohne jegliche Filter, die ich euch jetzt mal gezeigt habe. Oder was heißt Filter? Sondern, wie kann man es am besten nennen? Ich glaube, Leonardo selber nennt es immer Image Pipeline. Also ich habe noch keine Alchemie-Funktion an, keine Prompt Magic an. Und das Ganze läuft über die Checkpoint oder eben das Feintune-Modell Dream Shaper Version 6. Und da habe ich schon Bilder erstellt. Und ihr seht schon, ich habe hier einmal erstellt. Und ich habe hier nochmal erstellt. Und es sind ja nahezu exakt die gleichen Bilder. Und mittlerweile habe ich auch so ungefähr herausgefunden, wie das mit der Seed bei Leonardo funktioniert. Die anderen, die Videos von mir schon kennen, die nicht nur über Leonardo gehen, wir beschäftigen uns ja mit Stable Diffusion. Und normalerweise ist eine Seed immer relativ einzigartig für jedes Bild, wie es zusammengesetzt ist, zu dem passenden Prompt. Also der Prompt und Auflösung, die müssen übereinstimmen. Und wenn man dann noch die gleiche Seed hat, würde man das gleiche Bild bekommen. Hier ist es ein bisschen anders, denn scheinbar, wenn man halt wirklich vier Bilder generiert, und dann bekommt man halt in dieser Seed sozusagen immer diese vier Bilder. Und wenn ich jetzt nur ein Bild generieren würde, ich mache das jetzt einfach mal. Der Prompt hier oben ist a beautiful Asian woman sitting in Japanese tea house. Beautiful blue eyes, short red hair. Background is a Japanese garden. Soft lighting, very detailed. UHD, HDR, 8K und Masterpiece. Noch in Klammern gesetzt, ne, damit es gewichtet ist. Und negative Prompts wären ein ugly, low res, blurry. Low Detailed JPEG, Artifacts und multiple Sachen, eben wie Hände und Finger. Einfach mal sehr basic. Ich will es halt für euch hier ein bisschen einfach halten. Einfach halten, okay. Kann man so sagen. Und wir generieren einfach mal ein einzelnes Bild. Das generieren wir jetzt auch in der gleichen Seed, weil ich habe gerade vergessen, die rauszunehmen. Ich zeige euch sofort, wo die nämlich, wo ihr die findet. Und wenn ihr nämlich ganz links runter scrollt, normalerweise ist das nämlich nicht eingeblendet und ihr müsst hier Show Advanced Settings müsst ihr anklicken und dann haben wir hier Used Fix Seed. Normalerweise ist der Regler raus und dann nimmt Leonardo immer wieder eine neue Seed, die generiert ist. Die Seed kann auch 1, 2, 3, 4 sein, also ihr könnt auch selber was eintippen und sobald ihr aber den Schieberegler umsetzt, nehmen wir die Seed. Die Seed war jetzt von den vier Bildern und ihr seht schon, wenn ich das mit einem Bild anwende, dann kriegen wir das Bild. Ja, und wenn ich die Seed so drin lasse, auch mit den Einstellungen, dass wir die Fixed Seed nutzen, dann kriegen wir das gleiche Bild. In wenigen Sekunden generiert. Na, das sollte dann ziemlich gleich sein. So, na, und wenn wir jetzt aber hier uns denken, jo, wir können doch jetzt einfach was ändern. Zum Beispiel sagen wir jetzt, anstatt Red Hair, machen wir Blond Hair. So, und das generieren wir nochmal. Aber jetzt haben wir den Prompt geändert und damit funktioniert das Seed-System eigentlich nicht mehr. Wir werden gleich sehen, ja. Sie ist zwar jetzt blond, ja, aber das Bild ist halt ganz anders im Vergleich zu vorher, ne? Also es ist was anderes bei rumgekommen. Hat ein bisschen grünes Gesicht bekommen, hat wahrscheinlich andere Gründe. Aber das funktioniert halt so natürlich nicht. Was könnte man aber tun? Und zwar könnten wir mit Image-to-Image arbeiten. Ne? Das haben wir auch hier weiter unten. Wir können jetzt hier ein Bild hochladen. Und dann wird das sozusagen als Vergleich genommen. Und mit unserem Prompt können wir dann Sachen verändern. Und wie machen wir das? Wie gesagt, wir können das Bild einfach abspeichern. Wir nehmen natürlich hier das Bild als Vorlage. Und
Wir haben jetzt, wenn wir es groß machen, haben wir leider diese Option nicht. Da haben wir ja nur hochskalieren und delete, also wegschmeißen sozusagen, runterladen. Wir können es runterladen, da reinladen. Wir können aber auch einfach, wenn wir jetzt hier noch in der Übersicht sind, haben wir hier nämlich Optionen, nämlich Use for Image to Image. Das wollen wir nämlich machen. Und das wird dann für später Edit in Canvas. Das machen wir dann gleich. Wir machen erstmal das hier. Ne? Und da seht ihr schon, zack, wird das da direkt reingeladen. Den Prompt habe ich immer noch so weit abgeändert, dass hier nicht mehr red steht, ne, sondern blond. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Hier unter dem Bild haben wir eine Init Strange. Ne? Das heißt, das ist halt, wie stark das Bild gewichtet wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es normalerweise in der Mitte steht. Umso höher die Zahl ist, umso mehr, ich sag mal, Informationen bleiben vom Originalbild erhalten. Umso weiter links es ist, umso mehr wird geändert. Ich generiere das jetzt einfach mal so und wir schauen mal, ob wir aus dem roten Haar blondes Haar bekommen. Denn das wäre theoretisch so eine Möglichkeit. Wir sehen schon, das hat, glaube ich, funktioniert. Ne? Wenn wir es mal hier vergleichen. Ne, das ist das mit dem roten Haar. Ich habe es jetzt nicht nebeneinander. Aber ich glaube, wir können das so machen. Und das ist jetzt mit blonden Haar. Ja, es hat sich aber ein bisschen was getan. Aber nicht viel. Also das könnte man so lassen. Wir können natürlich jetzt auch hier, ich mache es mal bewusst ein bisschen höher, die Stärke. Ich mache die mal auf 0,6. Mal gucken, ob wir immer noch blondes Haar haben. Ich habe aber bei Leonardo herausgefunden, das funktioniert nicht immer. Vor allem, wenn schon der Vorprompt nicht funktionierte. Weil ich hatte zum Beispiel in meinem Test, hier sehen wir zum Beispiel das Bild, hat die Haare zwar blond gemacht, ja, aber sie hat noch so einen leichten Rot-Touch, weil ich einfach gesagt habe, mehr Content sozusagen aus dem Bild nehmen. Manchmal macht er zum Beispiel statt rote Haare blaue Haare. Und ich habe festgestellt, wenn man so ein Bild dann nutzt, dann greift er irgendwie von den Prompt her sowieso nicht. Und das heißt, man wird auch da Probleme haben, das Haar, was eigentlich rot sein sollte, aber blau geworden ist, das dann sowieso eine andere Farbe zu bekommen, das funktioniert dann auch nicht so gut. Aber wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, könnt ihr auch mit Augen machen, um ja das Bild beizubehalten und was anderes zu generieren. Jetzt gehe ich aber nochmal ein Stück höher, weil ich will einfach mehr erzielen. Das Problem ist, wir können das nicht mit Prompt Magic nutzen, denn sobald ich Prompt Magic reinschmeiße, zack, seht ihr schon, das Bild wird rausgeschmissen. Ich kann kein Image-to-Image schon machen. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, hey, klick doch drauf. Ja, ich klicke drauf. Dann geht aber auch Prompt Magic wieder raus. Es geht darum, mittlerweile habe ich, glaube ich, so ein bisschen herausgefunden, was Prompt Magic ist. Denn das schmückt unseren Prompt, ohne dass wir es leider sehen, weiter aus mit Begriffen, die dazu interessant wären. Wir machen das jetzt mal. Und ich bleibe aber mal einen Moment. Wir machen mal wieder rotes Haar. Wir machen es mal so. Rotes Haar. Image-to-Image-Datei raus. Ne? Wir machen kein Image-to-Image mehr. Seed bleibt noch die gleiche. Wir machen nochmal wieder vier Bilder. Ich will einfach mal ein bisschen mehr Auswahl gleich haben. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich das, was ja schon weiter unten der Fall ist. So, und das ist schon mal relativ hübsch. Ah, jetzt ist Prompt Magic noch eingesprungen. Ja, machen wir es andersrum. Mache ich jetzt Prompt Magic nochmal raus. Ne? Das, weil wir es vorher reingeknallt haben, ging das nämlich einfach wieder an. Dann machen wir mal den Unterschied. Da könnt ihr schon mal sehen, was Prompt Magic macht aus unserem Bild und wie die Bilder vorher ausschauen. So sehen sie nämlich aus mit der Seed davor mit rotem Haar. Ne? Das ist nur das Modell, oder besser gesagt die Checkpoint, ne? So wie es eigentlich heißt, DreamShaper Version 6. Und das ist dann mit Prompt Magic. Da wird anscheinend noch ein bisschen, ich sag mal, aufgehüpft. Okay, heute sprechen nicht sehr gut, Wossi. Und das sieht schon mal viel cooler aus natürlich. Aber jetzt kommt natürlich unsere Hammer-Einstellung, die wir letztes Mal schon entdeckt haben im Video, und zwar Alchemie. Ich tue das mal nicht noch höher skalieren. Die normale, schon hohe Skalierung über 1000, die reicht mir in dem Fall. Wie gesagt, ich ändere auch wieder nichts am Prompt und ich generiere mal vier Bilder. Wir sind immer noch in der gleichen Seed. Aber ich glaube auch, dass mit der gleichen Seed, das funktioniert bei Prompt Magic eben auch nicht so gut. Hier, weil der jedes Mal die Prompts wieder ein bisschen anders abändert, meine ich. Das ist dann so ein bisschen experimentell, sage ich mal so. Aber jetzt kommt halt wieder der richtig coole Effekt und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen. Und da werdet ihr sagen, das ist doch viel, 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 viel cooler als ja sowas hier. Wobei, es kann sich auch schon sehen lassen. Und ich denke mal, damit wollen wir dann jetzt vielleicht arbeiten. Da müssen wir uns mal was raussuchen, was uns gefällt. Ich weiß nicht, ob schon eins dabei ist. Wir haben da nämlich ein bisschen vom Tierhaus da mal ein bisschen Garten, denn ich möchte natürlich ein schönes Bearbeitungsbild haben. Ist auch alles wieder so ein bisschen, sag mal, Live-Recording, also schneide da dann nicht so viel raus. Ich glaube, ich finde das gut, weil wir hier noch einen Gartenbereich haben. Hier haben wir einen Gartenbereich. Hier oben haben wir noch ein paar andere Sachen vom Teehaus. Das gefällt mir recht gut und wir können hier auch vielleicht noch was mit den
Augen machen. Ich glaube, die sind schon leicht bläulich, aber schon mal ganz schick. So, weil jetzt kommt nämlich der zweite Teil des Videos sozusagen. Ich schiele mal ein bisschen auf die Uhr. Mein Zeitplan passt sogar. Und zwar, hier geht es auch wieder darum, dass wir es jetzt in Canvas bearbeiten. Der einfachste Weg ist, wenn wir halt direkt schon in der Bearbeitung sind, wie jetzt hier gerade. Wir schicken anstatt es zu Image to Image, schicken wir es jetzt zu unser Canvas. Ne? Einfach Edit in Canvas, dann wird das Bild direkt reingeschmissen. Alternativ können wir auch hier in Canvas, haben wir nämlich hier links die Tools. Da können wir hier auch Upload Image machen. Da können wir es halt vom Computer selber hochladen. Wir können auch hier zum Beispiel, ne, dann so eine, unsere letzten Generierungen, die wir hier haben, da können wir uns ein Bild aussuchen sozusagen. Oder wir können, ups, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte es jetzt nicht runterladen. Wir können auch von der Community Bilder nehmen. Ne? Da kann man da auch was suchen. Was können wir denn jetzt genau in diesem Canvas machen? Also zum einen gucken wir uns erstmal die ganzen Tools an. Wir können natürlich einfach mit dem Mausrad hier rein und rauszoomen. Das ist unser ganzer Arbeitsbereich und den können wir auch bewegen. Das geht ja am einfachsten, wenn wir jetzt hier links auf diese Hand drücken und dann können wir halt den Bereich greifen und hin und her schieben. Wie gesagt, hier ist ja unser Bildchen. Dann können wir auch hier dieses Bild weiter verschieben. Oder auch dieses Quadrat, indem wir auf Select gehen. Und hier gibt es so eine Option, die ich auch gerade aktiviert hatte. Die nennt sich dann Snap. Ist ganz praktisch, weil so haben wir ohne Snapping. Mit Snapping, wir können auch hier das Snapping-Grid sozusagen auswählen. Rastet der halt so ein bisschen ein. Kann halt zum Outpane etc. kann das sehr praktisch sein, dass man das besser zusammenstöpseln kann. Kann man sich jetzt hier so das Snapping einschalten. Ich mag es halt, wenn man so kleine Steps hat, ist ganz gut. Ne? Damit kann man halt das bewegen und wir können auch dieses Quadrat bewegen. Was es damit auf sich hat, das ja, machen wir direkt als nächstes, würde ich sagen. Denn wir haben rechts hier die verschiedenen Einstellungen, damit können wir die Auflösung verändern. Und das ist nämlich sozusagen unser ja, Generierungsbereich. Und da können wir jetzt hier die Auflösung einstellen, die wir dafür haben wollen. Wir können es auch bei, in dem Fall jetzt gerade bei 512 zu 512 lassen und hier können wir auch einstellen, wie viele Bilder gleichzeitig generiert werden. Hier oben sind unsere Modelle oder unsere Checkpoints auch genannt. Das sind ganz spezielle Checkpoints fürs Inpainting. Normalerweise, ich kenne es halt eben von dem anderen, also ich sag mal von Stable Diffusion selber mit Automatic 1111, also das, was auf dem Rechner installiert ist, kenne ich nämlich auch so, dass man auch Checkpoints eben hat oder sich selber dann hinterher erstellt für das Modell, was man verwendet, in dem Fall die Dream Shaper, weil da sind die Ergebnisse deutlich besser, weil die KI sozusagen dann auch das Wissen hat von den ganzen Bildmaterialien und dann kann man das viel besser bearbeiten, finde ich, aber das funktioniert ja auch einigermaßen gut, hat manchmal Probleme, aber es funktioniert, glaubt mir. Hier kann man noch ein paar andere Sachen umstellen, wie zum Beispiel auch den Guidance Scale, also wie weit das sich an den Prompt hält, den man dann hier eingeben müsste. Und wir fangen einfach mal an, würde ich mal sagen. Und zwar müssen wir halt auch dieses Quadrat dahin ziehen, oder eben Rechteck, je nachdem, wenn man die Proportionen ändert, wo wir arbeiten wollen. Ne? Das kann man hinterher auch fürs Outpainting machen. Wir machen aber noch kein Outpainting gerade, sondern wir machen ein Inpainting. Ne? Und wir wollen nämlich in dem Fall weiter daran arbeiten, was wir vorhin versucht haben. Und zwar wollen wir die Haarfarbe ändern. So, in dem Fall, zoome ich mal ein bisschen rein, damit man es besser erkennen kann. Wir platzieren halt das Quadrat in dem Fall so, dass das Gesicht jetzt hier drin ist mit den Haaren. Und jetzt gehen wir hier auf das nächste Tool, und zwar Draw Mask, ne, eine Maske malen. Hier können wir auch die Pinselgröße, ne, verändern. Und jetzt, ich zoome mal ein bisschen weiter ran, tun wir erstmal die Haare. Ja, so wie wir es haben wollen. Wir können natürlich auch Strähnen rot lassen, wenn wir wollen. Ich male auch über die Blumen rüber. Eventuell haben wir hinterher dann keine Blümchen mehr. Das soll uns aber recht sein. Und ich gehe jetzt nur über die Haare drüber. Und auch hier ist es vielleicht wichtig, wenn ihr nur kleine Steps macht, wenn ihr halt nur ein paar Sachen markieren wollt, weil wir können es hier immer rückgängig machen hier unten. Ja, und wir können das rückgängig machen, natürlich auch wieder rückgängig machen. Und ja, so könnt ihr dann halt, wenn ihr einzelne Steps macht, das schneller bearbeiten. Solltet ihr euch mal ganz vermalt haben und wollt gezielt was wegradieren, da haben wir hier auch so einen Radierer. Passt aber auf, wenn ihr damit radiert, radiert ihr das ganze Bild weg, wie ihr hier seht. Mache ich nochmal rückgängig natürlich. Und da haben wir hier so einen kleinen Marker Mask Only. Kann man ein bisschen schwer erkennen, weil es so leicht ausgegraut ist. Und dann können wir hier zum Beispiel die Maske, nur die Maske hier entfernen, falls wir zum Beispiel noch so eine rote Strähne hier drin lassen wollen. Will ich aber in dem Fall mal zum Test nicht. Das heißt, ja komm, wir machen mal rückgängig so. Ja, und jetzt habe ich eigentlich schon die Haare grob markiert. Da oben fehlt noch ein bisschen was. Ihr müsst da nicht so ganz genau sein wie beim Freistellen vom Bild. Das reicht. Und jetzt müsst ihr hier unten beim Prompt was eingeben. Und ich mache jetzt zum Beispiel einfach nur blond oder short blond hair so rum. Na, so steht es, glaube ich, auch in dem eigentlichen Prompt. Short blond hair. Und wir generieren einfach mal und gucken, was unsere KI damit jetzt anstellt.
So, und da haben wir jetzt eine Kurzhaarfrisur in Blond. Ne? Rest ist zum größten Teil beibehalten. Ne? Auch da hat er einfach was mitgeneriert. Wir können es aber noch aussuchen. Wir haben nämlich hier unten jetzt Möglichkeiten hin und her zu wechseln, weil wir haben ja 4 Bilder gleichzeitig hier generiert. Hat auch 4 Tokens gekostet in dem Fall. Ne? Das heißt, wir haben hier verschiedene Frisuren zur Auswahl. Wir sehen natürlich auch, die Bäume verändern sich ein bisschen mit, aber eigentlich so, dass es passt. Und wir könnten das jetzt hier abbrechen. Oder wir können es akzeptieren, da wird es angewandt. Ich fand eigentlich das ganz cool. Na, dann wenden wir das mal an. So, und dann ja, haben wir jetzt eine neue Frisur. Und das ist den Rest des Bildes verändern. Wenn wir jetzt mal weiter wegziehen, dann können wir aber auch mit unserem Select-Tool weiterhin das Bild hier grabben. Und ihr seht schon, wir haben auch wirklich nur das nochmal komplett neu kopiert sozusagen. Das heißt, das Originalbild ist immer dahinter und das bauen wir nur drüber auf sozusagen. Also werdet ihr auch mal eventuell, wenn ihr nicht aufpasst, das grabben und wegziehen. Aber auch hier kann man einfach ne, Undo machen und dann ist es auch genau wieder übereinander, falls ihr sonst nicht das findet. Sollte auch mit Snapping zum Beispiel auch gut funktionieren. So, haben wir schon mal die Haarfarbe gemacht. Wir können jetzt zum Beispiel auch andere Sachen verändern. Na, das Gesicht können wir verändern. Problem ist nur hierbei, wie ich schon gesagt habe, da das halt so, ich sag mal, Standard-Checkpoints sind, kann es sein, dass die Gesichter dann auf jeden Fall nicht so toll ausschauen wie das hier. Also solche Änderungen sind dann ein bisschen schwieriger, die sind dann sehr, ich sag mal, basic, ne? Weil die 1.5er oder 2.1er Modelle im Ursprung, die liefern nicht so die besten Qualitäten, also nicht so außergewöhnliche Sachen wie die Checkpoints, die noch von den Usern sozusagen trainiert worden sind. Aber wir können hier noch ein paar andere Sachen machen, wenn im Bild zum Beispiel irgendwas nicht passt. Da können wir ja zum Beispiel noch Tasten oder so könnten wir jetzt entfernen. Aber ich will euch mal was anderes zeigen, und zwar das Outpainting. Und das Ganze funktioniert eben so, dass wir natürlich hier den Hintergrund sozusagen einfach erweitern wollen. Und wir müssen jetzt das Quadrat hier, das müssten wir jetzt so hinziehen, dass es passt. Dass es halt noch ein bisschen Input hier auf jeden Fall hat, also so halb-halb. Oder auch ein bisschen mehr, müsst ihr rumprobieren, ne, was ihr gerade erreichen wollt. Jetzt müssen wir aber einen Prompt reinschreiben, was wir sehen wollen. Ne? Das heißt, wir wollen eigentlich ein japanisches Teehaus sehen und im Background, also im Hintergrund oder außen, also ja, was eigentlich Background ist, ist ein japanischer Garten zu sehen. So, das habe ich mal eben eingegeben, ein Japanese Teehaus, Background ist ein Japanese Garden und ich generiere einmal. Und das mache ich jetzt auch mit Stable Diffusion 1.5. Mal gucken, was wir für ein Ergebnis bekommen. Wir können es uns auch noch hochstellen. Das hat keinen Einfluss, was ihr vorher verwendet habt. Also finde ich zumindest, dass es keinen Einfluss hat. Denn wir kriegen auch tolle Ergebnisse, wenn wir das zum Beispiel jetzt hochdrehen würden. Vielleicht auch sogar bessere. Nun, da sehen wir schon, er hat hier das Bild weiter angefügt. Ne? Das Dach geht hier weiter und hier ist weiterhin der Garten zu sehen, wobei da ein bisschen reinwächst. Und auch hier haben wir ja Möglichkeiten, mehr Sachen auszuwählen. Hier sehen wir, hat der zum Beispiel noch was reingeneriert. Ne, hier ist es weiterhin der Garten. Und hier werden es weitere Bäume, wobei hier leider ne, dieser Pfosten nicht weitergeführt wird. Ist also nicht so perfekt. Ich würde sogar sagen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Oder wir brechen halt hier nochmal ab und ich versuche es nochmal mit Stable Diffusion 2.1, um zu gucken, ob die Qualität ein bisschen besser wird. Und wir generieren nochmal. Und da finde ich, ne, wirkt das ein bisschen besser. Gucken, was wir noch so als Auswahl haben. Ja, ich glaube, ich finde das ganz gut, das akzeptiere ich. Ne? Und sobald wir akzeptiert haben, ist das halt in diesem Bildbereich drin. Und wenn wir zum Beispiel jetzt hier unten die Ecke ausfüllen wollen, dann ist es wichtig, dass ihr nicht nur so macht, ne, also dass ihr hier Oberkante macht, sondern dass ihr auch hier, ich sag mal so, dass der Renderbereich, wo der generieren kann, dass da auch noch ein bisschen was vom Input von oben mitbekommt. Ihr müsst euch immer bedenken, die KI versucht jetzt das zu verstehen, um das hier fortzusetzen. Das generieren wir auch mal und wir hoffen mal, dass die KI nach dahin das weiter ausfüllt. Ihr könnt natürlich den Prompt auch ein bisschen ändern. Also wenn man da was anderes im Hintergrund sehen könnt, könnt ihr es versuchen auch reinzubekommen. Nur bedenkt, ihr werdet wahrscheinlich niemals mit den Modellen hier so eine Person da reinbekommen. So, und auch hier seht ihr schon, dass wir hier mehrere Möglichkeiten haben. Ja, dass der Teich hier reingeht, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, das erste ist schon ganz gut hier, das Bild. Nehmen wir mal das. Ja, und da sehen wir schon, jetzt haben wir das Bild nach rechts ein bisschen weiter generiert. Und das geht eigentlich in jede Richtung. Wenn eine Person drauf ist, muss man wahrscheinlich die Person noch mit reinschreiben, damit die Sachen auch noch mitgeneriert werden. Ist halt ein bisschen tricky und man muss da ein bisschen mit rumexperimentieren, um zu gucken, was man dann hinterher daraus bekommt und kann dann eben auch nochmal in jede Richtung auch nach oben hin ja, weiter, ich sag mal, expandieren. Und man könnte auch noch einen weiteren Prompt oder noch ein weiteres Bild mit reinnehmen. Das versuchen wir auch nochmal gleich und versuchen dann
ja, noch drauf zuzuarbeiten. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich mache mal eben hier noch die zwei Steps fertig. Da schauen wir mal im Moment, was da gut aus. Ne? Man sieht es auch schon hier, die Qualität ist nicht so toll wie das hier. Ne? Das ist leider hier noch nicht der Fall. Ich weiß aber noch nicht, warum die es nicht anbieten. Theoretisch könnte Leonardo von Dream Shaper 6, da gibt es nämlich eine InPainting-Version, die mit anbieten. Das wäre ziemlich cool. Ich kann aber leider auch nichts Custom dazufügen oder so. Also ja, da müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, ist ja noch alles Early Access. Vielleicht kommt es ja noch. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil dann, glaubt mir, dann kriegt ihr noch bessere Ergebnisse hin. Aber ist es noch gerade nicht möglich. Und deshalb wird die Qualität ein bisschen abnehmen. Aber es ist noch okay, glaube ich. So, und auch hier geht nämlich das Teehaus so ein bisschen zu Ende. Ich glaube, das ist ganz cool. Aber ihr seht schon, ja, das Bild, das nimmt gut Formen an. So, und das könntet ihr jetzt auch hier, wenn ihr jetzt hier auf Download Artwork klickt, dann wird es halt runtergeladen, ne? Und ja, ist auch hier anklickbar. Könnt ihr euch abspeichern und habt dann euer komplettes Bild. Ah, seht ihr schon hier, das wird ein bisschen unschärfer. Geht aber soweit ganz gut klar, glaube ich. Und wir gucken nochmal, ob das jetzt funktioniert, was ich noch vorhabe. Und zwar, wir nehmen noch ein weiteres Bild aus unserer vorherigen Generierung. So, ich schnapp mir mal das hier einfach und das wird dann auch einfach hier mit reingebaut. Das können wir jetzt auch wieder frei bewegen. Und meine Idee war, ich weiß nicht, ob es funktioniert oder gut ausschaut, ist jetzt sehr spontan. Ich mach das mal, ich guck mal, ob ich das hier drauf bekomme. Deswegen ist mit dem Grid-Snapping ganz cool. Und ich möchte das versuchen zu verbinden. So, jetzt müssen wir unser... So ein bisschen rein für euch, unser Quadrat hier rüberholen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir beide Bilder hier verbinden. Wir können natürlich auch versuchen, das zu vergrößern. Dann möchte ich nämlich nur einmal generieren. Jetzt sind wir auf 768. Gucken, ob das reicht. Und wir generieren einfach mal. Weil jetzt müsst ihr versuchen, hier eine Art den Garten zu beenden, also den Background zu beenden und das Haus zu schließen. Mal gucken, ob die KI das schafft. Bin sehr gespannt. Ja, da hat er sehr abrupt aufgehört. Mal gucken, was wir noch an Bildern haben. Er hat auch ein bisschen länger gedauert, natürlich, weil ich eine größere Auflösung genommen habe. Ja, also er hat da von dem Bild gar nicht so viel genommen. Ne? Er hat das hier relativ schnell abgebrochen, was ich ein bisschen schade finde. Ne? Er hat da nicht so viel... Also man sieht hier, da ändert sich ein bisschen was. Aber viel ist es nicht. Ne, das tue ich nochmal abbrechen. Ich versuche mal Folgendes, dass ich mehr in das Bild reingehe. Ja, mal gucken, ob das ja, irgendwie funktioniert. Ja, und auch hier ist es ein bisschen schwierig. Ich will nochmal haben, was ungefähr passt. Ich glaube, da war eins dabei. Weil wir können nämlich noch ein bisschen mehr machen. Das will ich nämlich auch noch zeigen zu guter Letzt. Ich nehme mal eben das und akzeptiere das. Ja, und dann hat sich jetzt das hier erstellt. Macht vielleicht nicht so ganz viel Sinn. Aber ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen rüber. So. Können eigentlich auch die Auflösung noch mal ein bisschen verringern. Aber wobei doch, ich bräuchte ein bisschen was Größeres. Ja komm, wir bleiben bei der größeren Auflösung. Und jetzt können wir natürlich auch wieder mit InPaint arbeiten. Ne? Wir können jetzt auch hier an der Stelle, wie wir es vorhin für die Haare gemacht haben, können wir einfach eine Maske malen. Die mache ich auch ein bisschen größer. Und jetzt male ich da drüber, wo es mir nicht gefällt. Also zum Beispiel hier. Das gefällt mir noch nicht so gut. Da möchte ich eigentlich ein bisschen was anderes haben. Mach nur mal ganz gezielt diesen Punkt hier, der ist mir nicht so geheuer. Den Prompt lasse ich den gleichen drin und ich generiere nochmal. So, und jetzt generiert ihr hier oben nichts, sondern nur da, was ich ausgemalt habe mit der Maske. Versucht ihr zu ändern. Mal gucken, ob wir da gleich was Tolles dabei haben. Und da sehen wir schon, jetzt versucht er die... Ah, das glänzt halt so sehr stark und die Wasseroberfläche glänzt auch. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen problematisch für die KI, das zu erkennen. Na, das verläuft sich leider jetzt so. Dann breche ich nochmal ab. Ich male da noch ein bisschen mehr aus. Vielleicht kann die KI da ein bisschen was Besseres draus machen. Wir versuchen es nochmal. So, und die Seite ist auch gerade ein bisschen langsam, muss ich zugeben. Also ich warte relativ, also ich warte mehrere Minuten gerade drauf, auf die Ergebnisse. Aber da sehen wir ja, guck mal hier, das ist schon mal besser, ne? Dadurch, durch die Änderung, das können wir schon mal eher nehmen. Das akzeptieren wir auch mal. Auch das können wir jetzt wieder weiter verändern, wenn wir Lust drauf haben. Und die Maske da, den Rest der Maske entferne ich mal, der hier nach unten ist. So. Ich ziehe mal das eben raus, um ein bisschen besseren Eindruck zu haben. Jetzt sieht es so aus wie so ein Tisch, der hier noch so anders verläuft. Also damit könnt ihr jetzt sehr viel rumspielen.
Und wie wir sehen, haben wir einen Ultra-Wide-Bild sozusagen. Ja, Wide heißt, glaube ich, so. Und zwar können wir das auch natürlich auch runterladen. Und ja, können wir dann auch abspeichern. Und das ist mittlerweile eine Auflösung 1897. Ein bisschen untypisch von der Auflösung her. Zu 467, das jetzt gerade von diesem Ultra-Wide-Bild sozusagen die Auflösung. Und damit kann man auch interessante Sachen machen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Wie gesagt, wenn ihr so kleine Änderungen machen wollt wie Haarfarbe oder Frisuren, könnt ihr damit arbeiten. Oder wenn ihr halt Bilder zusammenstückeln wollt, zum Beispiel aus mehreren Prompts, dann könnt ihr auch damit arbeiten, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, ob es eine maximale Größe gibt oder ob die fast unendlich ist. Das heißt, ihr könnt theoretisch ein riesiges Bild bauen, ne, was hier auf diesem Canvas weiter ausgedruckt wird sozusagen und könnt euch ein riesiges Werk erschaffen, den Prompt noch ändern oder vorher einzelne Bilder machen, die ihr dann versucht zu verbinden. Also da könnt ihr sehr viele künstlerische Freiheiten nutzen, um dann ziemlich coole und einzigartige Werke zu erschaffen, in einer sehr hohen Auflösung am Ende. Also man könnte ja noch weitergehen, dass man wirklich dann irgendwann nur draußen ist mit der japanischen Landschaft. Wie gesagt, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ab damit in die Kommentare. Mich würde natürlich auch interessieren, ne, was ihr vielleicht so macht. Ihr könnt gerne Bilder auch bei uns im Discord hochladen. Da haben wir extra für AI Art einen Channel, wo man dann nur Bilder hochladen kann, um es mal so ein bisschen zu präsentieren oder auch natürlich da, wenn ihr Fragen habt, kann auch euch jemand eventuell helfen. Das kann man dann so ein bisschen da schön auseinanderhalten, aber bedenkt immer, wenn ihr Fragen habt, dass ihr natürlich genug Infos uns gibt, damit man euch halt auch gut helfen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal.